Die wiedererstarkten Löwen Frankfurt unter der Regie von Franz David Fritzmeier. 3 Siege aus den letzten 4 Partien geholt. Zu Gast beim immer noch besten Heimteam der Liga, den Schwenninger Wild Wings, um Steve Walker, die auch den besseren Start in diese Partie erwischten. Wie gewohnt, der Scheibengewinn in der eigenen Zone und dann geht's schnell über Sebastian Uvira. Tyler Spink ist noch mitgelaufen, perfekt ausgespielt. 1-0 für die Wild Wings. Durch das Geburtstagskind Sebastian Uvira, 31 Jahre alt geworden. Er arbeitet sich hier selbst die Situation, hat dann das Auge für Tyler Spink und der wiederum wieder das Auge für Sebastian Uvira zur Führung für die Schwenninger Wild Wings. Frankfurt hatte Schwierigkeiten im ersten Drittel auf der kleinen Eisfläche. Die beste Chance hier durch Cameron Brace, nachdem Ville Lajunen die Scheibe vorbeischießt am Tor und Brace dann fast zum Rebound kommt. Auf der anderen Seite Schwenningen immer wieder mit seinen Momenten, wenn es schnell ging. Hier holt sich Zach Senishen die Scheibe, arbeitet gut. Huracek kriegt erst im zweiten Anlauf die Scheibe hier zu fassen. Wilde Situation vor dem Frankfurter Tor. Alex Karatschun stochert dann noch nach. Wir sehen, Huracek rutscht das Ding aus der Fanghand, ist dann aber noch rechtzeitig zur Stelle gegen Alex Karatschun. 1-0 die Führung für Schwenningen. Franz David Fritzmeier musste die richtigen Worte finden und das tat er offensichtlich auch, denn seine Mannschaft kam deutlich verbessert aus der Kabine in den zweiten Abschnitt und kam auch zu einigen Gelegenheiten. Matuschkin bringt die Scheibe in Richtung Eriksson und Carter Rowney mit der Chance im Nachstochern, aber kein Vorbeikommen in dieser Situation an Joachim Eriksson. Hier Matuschkin mit dem Abschluss und dann Rowney. Einmal, zweimal, aber Eriksson bleibt der Sieger. Beste Schwenninger Chance durch Zach Senishen im zweiten Abschnitt. Die Wild Wings taten sich schwer in der Offensive, weil Frankfurt auch in der Defensive sehr diszipliniert gearbeitet hatte. Hier scheitert Senishen an Huracek. Frankfurt auf der anderen Seite nutzte Schwenninger Fehler, aber Zach Senishen mit der Klärungsaktion des Jahres gegen Cameron Brace. Cody Kunick dennoch mit der Riesengelegenheit, aber kein Treffer für die Löwen Frankfurt. Hier Senishen tritt in die Pedale und grätscht Cameron Brace super ab und sorgte so für die 1-0-Führung auch nach 40 Minuten für die Wild Wings. Steve Walker konnte nicht zufrieden sein mit dem Mittelabschnitt. Im letzten Drittel musste seine Mannschaft wieder zulegen und das tat sie gleich zu Beginn. Daniel Pfaffengut mit dem 2-0 für die Schwenninger Wild Wings. Vorangegangen der Fehler von Ville Lajunen, dem hier die Scheibe durchrutscht. Dann Neumann für Hungerecker und der für Pfaffengut. Wieder perfekt ausgespielt, wieder das Tor für die Schwenninger Wild Wings. Früh im letzten Drittel. Und es dauerte nicht lange, dann hatte Schwenningen in Person von Ken-Andre Olimp die Chance zum 3-0. Aber der Norweger vergibt freistehend vor Julius Huracek, der in seinem 5. Einsatz für die Löwen einen guten Job machte und so es bei 2 Gegentoren hielt. Dadurch Frankfurt weiter in dieser Partie. Nur 2 Tore im Rückstand. Dann Pfaffengut mit dem Fehler. Cody Kunick nutzt das und macht das 1-2 für die Löwen Frankfurt. Noch gut 10 Minuten zu spielen und Kunick nutzt diesen Fehler. Frankfurt erfolgreich im Vorcheck und wieder voll in dieser Partie. Und Frankfurt nahm diesen Schwung mit. Es dauerte nur 52 Sekunden nach dem Anschlusstreffer der Löwen bis zu dieser Situation von Julian Napravnik, der den Ausgleich macht. Doppelschlag für die Löwen Frankfurt, denen erneut ein Comeback gelingt nach 0-2 Rückstand. Schwenningen wirkte lethargisch im Schlussabschnitt. Frankfurt bestrafte das. 2-2 damit nach 60 Minuten. Auch in der Overtime passierte nichts. Im Penaltyschießen dann Augen auf Dominik Bock. Der war der Erste, der die Scheibe versenken konnte. Im Netz vorbei an Joachim Eriksson. Damit musste Kai Platzer auf der anderen Seite treffen gegen Julius Huracek. Aber der Slowake hielt auch diesen Penalty und damit den Sieg fest für die Löwen Frankfurt. Dominik Bock also mit seinem Penalty der Matchwinner, auch wenn etwas Glück dabei war. Ja, es geht, ich bin fast hingefallen, muss ich ehrlich sagen, weil das Eis so schlecht war hier am Ende. Aber ja, umso besser, dass wir das Spiel gewonnen haben. Lang 2-0 zurück, war ein schweres Spiel für uns. Schwenningen hat eigentlich gut gespielt, aber wir haben immer eine Drittelpause gehabt, dass wir nicht aufgeben, dass wir
cool bleiben und die Chancen kommen und die werden dann auch immer reingehen und ja, dann hatten wir das Glück. Wir müssen sagen, wir haben in den letzten 20 Minuten definitiv nicht unser Spiel gespielt. Wir waren relativ, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, panisch oder so. Wir wollten keine Fehler machen und damit haben wir uns eigentlich mehr oder weniger selbst ins Bein geschossen. Und somit kassiert Schwenningen die erste Heimniederlage seit Weihnachten. Die Löwen Frankfurt dagegen weiterhin im Aufwärtstrend. Der vierte Sieg aus den letzten 5 Spielen. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.